Hallo ihr Lieben, hier ist eure Claudia und ich möchte euch heute mein neues Orakel schenken. Zuerst möchte ich mich ganz, ganz herzlich wie immer bei euch bedanken für die zahlreichen Views und Aufrufe und auch die Anrufe bei eSophia sowie eure Likes und dass ihr meinen Kanal abonniert habt. Ich freue mich, dass du intuitiv auf dieses Video geklickt hast und hoffe sehr, dass es für dich eine Bereicherung ist und du vielleicht einige Antworten bekommst auf deine Fragen. Was sehen wir heute im Bild? Der Turm, natürlich mal wieder der innere Rückzug und er steht direkt vor seiner Lernaufgabe, euer Herzensmann, euer Wunschpartner. Und es geht ihm gar nicht gut. Also er liegt hier sehr in Kummer und Sorge, er wirkt sehr unentschlossen und steht vor einer Entscheidung. Er weiß gar nicht so recht, wohin er soll. Er hat große Belastungen hier auch liegen, er hat große Ängste liegen, den inneren Rückzug. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als glücklich zu sein. Trotzdem entgleitet er und schweigt aufgrund von seiner starken Unsicherheit in sich selbst. Er hat hier auch große Belastungen durch andere Menschen in seinem Leben. Hier erscheint der Fischemann und es erscheint die Schlangenfrau. Diese Menschen liegen auf seinem Weg und scheinen ihn auch sehr zu belasten. Es könnte auch eine weibliche Person sein, die mit ihm noch irgendwie finanziell in einer Verbindung steht, weil die Fische auch für das Finanzielle hier liegen. Daneben die Verankerung könnte also durchaus auch eine Ex-Partnerin sein, die einfach immer wieder auftaucht aufgrund von finanziellen Themen. Der Anker steht natürlich auch für die Arbeit, also hier könnte es auch durchaus sein, dass es ihm wirklich schlecht geht und er auch nicht mehr so richtig arbeiten kann oder auch gar keine richtige Lust mehr hat. Es schlägt ihm alles sehr auf den Magen und auch seine finanziellen Probleme und Belastungen. Das Buch über den Fischen könnte auch dafür stehen, dass er es dir vielleicht auch ein Stück weit verschweigt oder du das Geheimnis gelüftet hast und er einfach nicht so richtig aus sich herauskommt. Wenn auch du offene Fragen hast oder Wünsche, findest du mich auch gerne telefonisch auf eSophia.de. Dort bin ich exklusiv Beraterin und freue mich von Herzen auf dich. Oder du kontaktierst mich über WhatsApp oder meine Facebook-Seite Claudia Hader Lebensberatung. Unter dem Video habe ich euch auch wieder alles verlinkt, meinen Shop, meine Produkte und natürlich meine Seite bei eSophia. Ja, euer Herzensmann, euer Wunschpartner wirkt ja, wie gesagt, so ein bisschen unentschlossen. Er weiß nicht so recht, wie es weitergehen soll. Er wartet hier ein Stück weit ab, was das Ganze eigentlich nur noch schlimmer macht. Er wendet sich von seiner Lernaufgabe ab, in die er eigentlich anpacken sollte und nicht sich abwenden sollte. Aber er fühlt sich gerade überhaupt nicht in seiner Kraft. Und die Ängste unterstützen natürlich dann auch noch diese negativen Muster. Er legt sich mit dem Bären hier sehr in den inneren Rückzug. Er fühlt sich irgendwo auch ins Eck gedrängt und erdrückt. Die Treue sozusagen geht dadurch auch in den Verlust. Er wendet sich von der Treue ab. Das sieht man über den Hund. Er ist sich selbst einfach gerade nicht wirklich treu und somit auch nicht seinen Gefühlen. Was aber das Positive in diesem Bild ist, dass er sich eben wirklich der Liebe zuwendet und dass er auch diese Liebe leben möchte. Er möchte also heraus aus diesen Mühseligkeiten. Er möchte eigentlich auch eine Entscheidung treffen, vielleicht eben auch sich von dieser weiblichen Person zu trennen. Das sieht man über die Wolken,
die diese Dame dann auch schon als seine Ex symbolisiert. Er möchte sie nicht mehr in seinem Leben haben. Er möchte auch diese Belastungen durch sie nicht mehr in seinem Leben haben. Vielleicht hängt sie auch noch energetisch einfach nur noch drin in ihm, was wir dann auch lösen könnten über eine karmische Ablösung oder über die Blockadenlösung, wenn du also Interesse hast oder dich einfach Fragen quälen, dann ruf mich gerne an auf eSophia und wir schauen in dein Blatt hinein, denn in seinen Gefühlen ist hier sehr viel Schweigen, sehr viele Unsicherheiten, er entgleitet förmlich und wünscht sich eigentlich nichts sehnlicher als eine stabile, feste Verankerung. Er wünscht sich die Liebe, er wünscht sich die Liebe leben zu können, er möchte raus aus diesem Schweigen, er schaut schon in die helle Wolke hinein, also in die helle Seite, er möchte wirklich endlich seine Sehnsüchte leben und seine Gefühle offenbaren. Er verschweigt sie dir ja auch so ein bisschen noch im Moment, weil das Buch direkt neben der Liebe liegt, also hier verschweigt er dir vielleicht auch noch wirklich, wie sehr er dich eigentlich liebt und wie groß seine Gefühle für dich sind. Aber all der Kummer, den er hat und diese Belastungen, die erdrücken so ein bisschen dann dieses schöne Gefühl, das aber doch eigentlich gelebt werden sollte. Und das möchte er auch, das sind seine Wünsche. In seinen Gefühlen liegt der Wunsch nach Verankerung und auch wirklich herauszukommen aus diesen Mühseligkeiten. Schön, dass du heute dabei warst und wir uns begegnet sind. Wenn du Wünsche hast oder gerne mein nächstes Orakel sehen möchtest, dann abonniere einfach meinen Kanal, kontaktiere mich oder schreibe etwas in die Kommentare oder auf meine Facebook-Seite. Ich freue mich wie immer sehr. Wenn du offene Fragen hast, die dich immer wieder beschäftigen oder du auch einen Chakrenausgleich möchtest für dich oder deinen Wunschpartner, oder eben eine Blockadenlösung möchtest oder eine Herzensmannöffnung, das mache ich auch sehr gerne. Da gehen wir auch dann nochmal über den tiefen Seelenblick hinein. Dann rufe mich gerne an auf eSophia.de. Ich freue mich auf dich und bedanke mich wie immer von Herzen fürs Zuschauen und Zuhören und für jedes Like von euch. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Oder hören uns bald wieder und ich sende dir ganz, ganz liebe Herzensgrüße nun und sage dir bis bald, deine Claudia.